Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Und nun sind wir wieder zurück im guten alten Café. Und hier holen wir natürlich als allererstes erstmal die schwer verdiente Kohle ab. Hallo, du sollst ja durchs Fenster. Durchs Fenster, genau, ja, der hat's kapiert. Durchs Fenster. Mann, so, mal eben kurz das Einkommen nehmen. So, schön eingesteckt alles. Und dann schauen wir mal kurz, ob jetzt die Kohle ausreicht, um hier was zu renovieren. Das wäre fertig, das ist auch fertig. Das 15.000 kostet es, der letzte Schliff. Ja, das machen wir doch glatt. Nehmen wir doch mit. Die Arbeiter konnten eine Tür im Keller aufbrechen. Sie würde eine Möglichkeit bieten, unbemerkt vom Nordufer herzukommen und zu gehen. Falls jemand von einer solchen Möglichkeit Gebrauch machen möchte. Juhu! Und damit ist unser Café komplett verschönert. Wunderbar. Ja, wir haben nur noch eine Mission hier dann zu erledigen, aber ja, Meisterarchitekt, das bin ich definitiv, natürlich, ja. Gut. Nein, nicht renovieren, das haben wir erledigt. So, jetzt haben wir zwar ein bisschen weniger Kohle wieder, aber die Renovierungen werden abgeschlossen und damit gehen wir zu der Hauptmission, die sich hier vorne befindet. Gehen wir der Sache doch mal nach. Spielen. Heute werde ich mit Madame Leclerc über etwas sprechen, was uns allen am Herzen liegt. Wann ist also? Sonntag? Also? Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Und in keiner Hinsicht ist es eine gute Methode, die Zeit zu messen. Dieser Kalender, trotz der löblichen Philosophie dahinter, ist auf die echte Welt angewendet, vollkommen nutzlos. Wir dürfen nie vergessen. Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Ein nettes Gespräch dieser beiden. Ja, gut, und das ist wieder mal ein Ladebildschirm. Ich hatte gehofft, dass es jetzt irgendwie mal ein bisschen fixer weitergeht, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Ist das eine Templerin? Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. 2x rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Die kann sich ja Wege sehr gut merken. Respekt. Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hallo, hier? Mein Freund. Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten.
Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Welche Freude, Arnaud. Ja, also das Auftauchen von Elise scheint den Assassinenkult definitiv zu spalten in der Meinung, wie man mit der Sache umgeht. Ob das vielleicht auch ein Bruch in der Bruderschaft der Assassinen zur Folge hat und damit einiges gegeneinander läuft am Ende. Ich lasse mich ja überraschen. Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sich schon überreden. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Großartig. Ja, das ist genau, was ich meine. Denkst du, könntest uns rumzupfen? Glaubt ihr, dass Lafreniere... Jetzt kriegst du, was du verdienst! Wo ist er? Dein Geschäft ist auf der Rue Saint-Anne von Baron. Was zum... Elise! Wo rennt denn Elise jetzt schon wieder hin? Mann. Warte doch! Warte, was stehen jetzt? Gasmik! Wo rennt die blöde Kuh denn jetzt schon wieder hin? Mann! Nur Ärger mit den Frauen, das ist unglaublich. Jedes Mal dasselbe. Warte auf mich! Ah, lauf da nicht überall gegen! Entschuldigung, ich muss mal hier durch. Ey. Komm, weg da, alle weg da! Wo willst du denn hin? Oh, verdammt noch eins. Ja, Entfernung zum Ziel verringern. Ich würde es ja gerne verringern. Da vorne läuft sie. Was hast du denn vor? Irgendwo hier vorne muss sie sein. Weg da, alle weg da, danke. Ah, komm drüber hier. Nein, nicht da oben hin, runter. Ach, Gott, verdammt mich. Entschuldigung, ich muss mal eben vorbei hier. Boah, diese Frau ist gerade extrem nervig. Na, endlich. Was sollte das denn? Arnaud, François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Gut, jetzt werden wir mit Elise also hier rein und einem guten Herrn einen Besuch abstatten. Ach, da. Lea. Ja, super. Da oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Ja, die guten Herren. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Ganz ehrlich, auf die Augen habe ich nicht geachtet. So, hier ist seine Werkstatt gewesen, einmal. Und nu? Gute. Ist wohl niemand daheim. Elise. Ah, okay, ich soll die Werkstatt untersuchen. Sag das doch. Eine Falle? Okay. Eine Falle. Sieht, wer da ist. Wer denn?
Nein, erst stirbst du und dann auch deine anderen Kollegen. Ihr braucht euch gar keine Hoffnung machen, dass ihr hier überleben werdet. Schieß ruhig. Hallo? Tolle Falle. Super Falle. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. Natürlich. Ich mag diese Elise. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. Schnell. Na, super. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Na, klasse. Bleib unten. Da oben hätten wir einen. Ich in den Fenstern, auf der anderen Seite. Werd mal genau die Waffe nehmen. Pass auf! So, Nummer 1. Der ist der nächste, da oben. Und zack, Nummer 2. Da ist auch noch einer. Nummer 3. Ich glaube, das waren sie erstmal. Wow, da hinten. Den habe ich vollkommen übersehen. Da drüben. Zwei Stück. Einer oben. Einer unten. Erstmal den. Zack. Und zack. Das war's? Das ging ja fix. Hier ist Bishop. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain, Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arno, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Ja, das war natürlich eine sehr schöne Mission, die uns ein ganzes Stück weitergebracht hat. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Da ist nämlich einiges noch im Unklaren, vor allem, wo finden wir ihn? Und was ist mit Elise? Wird sie mit uns in den Kampf ziehen? Alles sehr fraglich. Ja, Entschuldigung, wurde gerade ganz kurz abgelenkt. Und weiter geht's. Ja, ich gehe mal kurz auf die Karte. Was haben wir noch hier zu tun? Wir sind hier oben und hätten hier vorne eine Mission direkt. Die nächste Hauptmission befände sich hier unten. Ja, da können wir dann auch irgendwann hin. Aber erstmal werden wir der Nebenmission hier oben noch folgen. Das ist jetzt nicht ganz so weit weg, wo wir gerade hier in der Umgebung sind. Aber gut, das Anwesen kannten wir ja. Hier haben wir uns einmal versucht, schön durchzuschleichen. Und haben es ja auch ganz schön geschafft. So, irgendwo hier vorne, da vorne links müssen wir. Aber ich muss ja sagen, so langsam aber sicher nimmt die Geschichte doch da mal Fahrt auf. Und das in genau in die richtige Richtung. So, hier ist irgendein Hotel, was wir nun erreicht haben. Kommt immer mal hier das Ding da. Zack, einmal den Aufzug und nach oben. Und dann können wir nämlich... Hallo, vielleicht zu dieser Mission kommen, hoffe ich mal.
Da vorne. Ach so, das war die Mission. Ah, okay. Das ist die Mission, wo wir uns in der vorletzten oder welche auch immer Folge doch so extrem schwer getan haben. Jetzt können wir die nochmal neu annehmen und ich schaue mal. Vielleicht läuft es diesmal besser. Akzeptieren und nachverfolgen. Chevalier Deon. Fechtmeister, Diplomat und manchmal Spion. Lasst euch durch meine Aufmachung nicht täuschen. Ich ziehe es vor, mich in Frauengewänder zu kleiden. Es ist ein wenig irritierend. Ihr seid ein Assassin. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Doch zuerst möchte ich sicherstellen, dass ihr der Richtige dafür seid. Mehrere Schwertkämpfer werden euer Geschick testen. Fordert sie alle heraus und vergießt erstes Blut. Und passt auf, dass ihr nicht auf mein Kleid tretet. So. Bringt uns das diesmal weiter. Ganz ehrlich, ich blick das auch diesmal nicht. Hier die Dame vielleicht. Mal das Schwert zücken. Nein. Ja gut, hier hätten wir so ein Stück Mission. Komm einmal runter hier. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Ganz ehrlich, ich kapiere das nicht. Was ich hier machen soll, das ist einfach total sinnlos. Da kann ich so viel machen, wie ich will. Es gibt einfach... Ich soll irgendwelche Duellanten herausfordern, aber sieht man hier irgendwen? Ich sehe keinen. Wenn ich mich jetzt hier verkleide... scheiße. Verkleide, so. Gehe ich als Madame hier durch. Ganz toll, hat's vollgebracht. Geht gerade nicht. Nee, ich habe wirklich keine Ahnung, wie diese Mission hier ablaufen soll. Das macht überhaupt keinen Sinn. Komme ich hier gerade vielleicht mal irgendwo hoch? Jo, hier geht's hoch. Gut, können wir noch ein Stückchen höher. Dann können wir nämlich da vorne gerade mal dieses Abzeichen hier mitnehmen. So, das wäre erledigt. Eine Kokarde mal wieder. Haben wir ja schon lange nicht mehr mitgenommen. Und wieder runter. Sache erledigt. Das ist echt eine Mission, die verstehe ich überhaupt nicht. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir diese Mission einfach aus. Ich habe da echt keinen Plan, was das Spiel hier an dieser Stelle von mir will. Ich kann hier auf der Karte gucken, da sehe ich zwar Missionen, aber sonst nichts und ja. Irgendwie komisch, definitiv komisch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gerade noch mal eben ganz fix eine Schnellreise. Und zwar hier vorne hin. Und dann bewegen wir uns hier vorne hin. Da können wir nämlich noch ein Café einnehmen. Das wollen wir natürlich tun. Dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen. Tut mir leid. Ich würde diese Ladebildschirme echt gern irgendwie umgehen. Denn manchmal zieht es sich damit extremst in die Länge. Ja, und gleich haben wir es dann hoffentlich geschafft. Da wären wir. Also, wir müssen in die andere Richtung. Aber da, trotzdem benutze ich erstmal hier den Sprung in die Tiefe. Weil das geht deutlich schneller, als wenn ich an der anderen Seite runterkletter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hier drüben auch einen Heuwagen gibt. So, ein paar Wachen hier. Ich will nichts mit euch am Hut haben. Ich will einfach nur hier durch. Ganz Paris rennt gerade hier. Willkommen beim Marathon de Paris. Der Gewinner heißt Arno. So. Was ist das diesmal? Kommen wir hier durch vielleicht? War vielleicht jetzt nicht so klug, den Weg zu wählen. Aber mal schauen. Ja, hier kommen wir doch durch. Das war nochmal, war doch eine ganz gute Idee. Auf der anderen Seite kommen wir wieder raus. Ein schöner Palast mit einem äußerst ganz tollen, ja, Brunnen.
Oh, da hat einer die Fahne fallen lassen. Unglaublich. Wie kann man denn die französische Revolutionsflagge fallen lassen? Skandal. So, und dann hier hinten rum. Und dann hier durch. Und dann sind wir schon gleich bei diesem Café angekommen. Los, geht doch mal auf Seite. Ihr auch hier weg. Entschuldigung. Gut, ihr wollt Ärger. Kein Problem. Könnt ihr haben. Seid er selbst schuld, wenn er sich euch mir anlegt. Entschuldigung, ich wollte euch ja nicht umlegen, aber wenn ihr mich angreift, bitte. Wie kann man so dämlich sein? Und da ich gerade auch hier in der Nähe bin eines Ladens, tue ich mich gerade mal dem Laden an. Da vorne ist er. Warte, was? Alles auffüllen. Vielen Dank. Und damit können wir wieder deutlich leichter durch die Missionen gehen. Er lebt ja noch. Es zuckt. Jetzt nicht mehr. So, dann nehmen wir hier jetzt mal eben kurz den Laden. Warum so ein. Schüchtern? Warum so still? So, jetzt können wir den Laden aber einnehmen. Einmal das Café de Ventre de Paris. Wollen Sie das Café renovieren? Ja, renovieren kostet wieder 1000. Einmal bitte machen. Und damit wäre auch dieses Café für uns eingenommen. Ganz faszinierende Gesänge wieder mal, die hier angestimmt werden. Hust, hust. So, hier ist eher Club, bla bla, da brauchen wir nichts. Haben wir hier drüben vielleicht eine Mission? Nee. Hier haben wir nur unsere Ausrüstung. Die wir uns gerade mal anschauen. Nichts Besonderes. Aber gut, weiter geht's. Irgendwo wird es ja weiter nach oben gehen. Da gucke ich mir kurz mal die Missionen an, die wir hier so haben. Sollen sie Heu fressen, hätten wir hier. Dann haben wir. Wie kommt das Mehl auf das Dach? Und das Horten von Geiseln. Gut, ich glaube, die Missionen, die werden wir mal so halbwegs abklappern in der nächsten Folge. Und dann werden wir uns in der übernächsten dann wahrscheinlich wieder bei der nächsten Hauptmission sehen. Also, bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed Unity und dann wird Heu gefressen.